Hallo, mein Name ist Melina Muñoz und ich bin Mitgründerin von Pendula, ein Startup-Unternehmen in der Abfallwirtschaft. Ja, gern sage ich auch etwas über meine Firma, die Firma Otto Dörner, in Hamburg nicht ganz unbekannt. Ich hatte die Idee, rechtzeitig auf Recycling einzugehen, denn das ist meiner Ansicht nach auch aus meiner Überzeugung her sehr wichtig. Denn ich sage immer, wir können uns keine zweite Welt kaufen, wir müssen mit dieser Welt leben. Und es ist ganz wichtig, dass wir alle umweltbewusst sind. Und da habe ich mir natürlich gesagt, es sind ja viele umweltbewusst. Und wenn man da wirklich weitermachen will, kann man auch Geld damit machen, kann man auch verdienen, kann man ein Geschäft öffnen. Es war mein Start-up mit zwei Personen, mit zwei Hilfskräften anzufangen. Und das hat sich bis heute sehr gut entwickelt. Heute sind wir fast 1000. Wir haben ein anderes Geschäft, aber Ihr Geschäft interessiert uns sehr. Was können Sie uns bieten? Ja, also im Hauptgrund sind wir in die Recycling- und Abfallwirtschaft eingestiegen als Start-up-Unternehmen, auch weil wir auch unsere Welt sehr wichtig finden und unsere Umwelt sehr wichtig finden. Und wir sind jetzt hier, um die Abfallwirtschaft zu digitalisieren durch einen Smart Tablet oder iPhone, was in die Abfallstelle als Erzeuger hingesetzt wird. Und die ganzen Prozesse werden somit optimisiert und dadurch auch ein besserer Prozess und Zeit wird gespart und Kosten werden gespart. Darf ich dann noch eine Zusatzfrage stellen? Was halten Sie denn für wichtig, was wir machen sollten als Industrie oder als Wirtschaft, wo Sie einen Bedarf sehen und ob Sie das wohl bei uns irgendwie auch vermarkten können? Ja, also wir halten es sehr, sehr wichtig, die Erfahrung von Unternehmen so wie Ihres zusammenzubinden mit Innovationsprojekten und Innovationsideen. Und uns ist enorm wichtig, unser Produkt, was wir bis heutzutage entwickelt haben, auch in den Markt zu setzen und unterschiedliche Erzeuger und Recycler durch diese Plattform zu connecten und zu verbinden, um zu testen, ob unsere Ideen und Visionen auch in dem Tagesablauf wirklich so funktionieren, wie wir uns das vorstellen. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, Sie müssen vor allen Dingen Vision haben. Und Vision haben, wo Sie hinwollen. Und Sie dürfen nicht bei kurzen Unterbrechungen und wo Sie sehen, das ist nicht so richtig gelaufen, aufgeben. Und ich würde Ihnen auch vorschlagen, dass Sie in Unternehmungen wie meine, wie es auch andere gibt, wir haben ja noch viele andere hier in Hamburg, dass Sie da reinfragen, wo der Bedarf ist. Dass Sie nicht an dem Bedarf vorbei was machen, sondern da reingehen, was wird gewünscht und wo ist irgendwie was nötig, dass Sie Ihren Feedback aus den Unternehmungen kriegen? Wie kommt man von Ihrer Sicht als Startup und, sage ich mal, jung, unerfahrenes Unternehmen an groß etablierte und erfahrene Unternehmen so wie Ihres an? Also wenn ich mir Sie vorstelle und Sie mir einen netten Brief schreiben mit einem Bild drauf, dann kommen Sie sicherlich bei uns rein und werden auch Erfahrung sammeln können. Aber davon mal ganz abgesehen, Sie müssen auch ein bisschen Werbung machen und man muss auch wissen, dass es Sie gibt. Schauen Sie, bis heute Abend wusste ich gar nicht, dass es Sie gibt und sich mit solchen Dingen beschäftigen. Und wir machen in unserer Firma, die Division für Recycling macht ungefähr 35-40% des Umsatzes. Und wir brauchen dringend immer irgendwelches, was es zugibt. Und wir können Ihnen sicherlich dann auch Dinge sagen, wo wir selber uns schon mal reingewagt haben. Das, was wir als Problem oder als Herausforderung heute gesehen haben, ist, dass viele etablierte Unternehmen die Idee erstmal toll finden, aber manchmal sich nicht wirklich trauen, einzusteigen und der Erste zu sein. Natürlich möchte ich das einfach hier zu erwähnen, weil ich weiß, dass Sie ein großer Visionär sind und dass ich auch sehe, dass es Potenzial geben könnte in einer Verbindung mit der Firma, also mit Ihrer Firma und uns und wir als Startup. Ich überlege mir, ob ich mich bei Ihnen beteilige. So, ich wünsche alles Gute. Vielen Dank. Also
Also, ich wünsche Ihnen alles Gute und ich bin überzeugt, dass Sie das hinbekommen. Wenn ich das hinbekommen habe, kriegen Sie das immer hin.